Ja, hallo, ich grüße euch. Ein kurzes Update. Crash-Update, ja, Börsen-DAX-Crash-Update. Wir schauen uns mal kurz den DAX an und was ich gemacht habe diese Woche, und zwar am Montag und am Dienstag, wo sich letztendlich auch sozusagen ja doch recht deutlich abgezeichnet hat, dass sich der Markt etwas einpendelt, so eine Obergrenze hier zieht bei 10.000 Punkte. Ich meine, das ist ja auch nichts Neues, dass 10.000 auch eine psychologische Marke ist. Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass wir durchaus auf 10.500 drauflaufen können, aber spricht halt auch einiges dagegen. Und viele der Profi-Trader und Profi-Analysten da draußen hatten sich ja auch die 10.200 als Obergrenze ausgerechnet. Das hängt dann wiederum damit zusammen, dass es hier so viel wie Nudge-Retracements gibt, die jetzt dann genau bei 10.200 zum Beispiel angekommen sind und so weiter und so weiter. Long story short, ich habe am Montag und Dienstag kleine Short-Positionen im DAX und im S&P 500 aufgebaut. Warum im S&P 500, kommen wir gleich noch dazu. Und wir reden hier von gerade mal, also kleine Positionen, falls ich doch falsch liegen sollte, ja. Wir haben ein sehr hohes Potenzial, dass die nächste Wohlerwelle wieder auf uns zutrifft, zukommt. Deswegen habe ich auch eine ganz kleine VIX-Position wieder, also VIX Future Tracker. Also ich kaufe ja keine Futures direkt. Mit ein paar hundert Euro geht es irgendwie schlecht. Aber es gibt so Tracker oder ETFs und so weiter, die eben dann den Future abbilden. Und da kann man auch mit ein paar hundert Euro schon einsteigen. Also ich bin sehr vorsichtig mit allem, was ich tue. Aber diese drei Positionen kombiniert sind maximal 5.000 Euro bei einem 100k Depot. Also und von diesem 100k Depot, wir reden jetzt hier von meinem Swing Trading Depot, von dem ich auch immer sonst hier rede. Also nicht langfristiges, aber auch kein super kurzfristiges Depot. Ja, und ich wiederhole mich immer wieder. Also habt unterschiedliche Depots. Man kann gar nicht genug Depots haben mit unterschiedlichen Strategien. Selbst innerhalb zwei unterschiedlicher, meinetwegen Daytrading oder Swingtrading oder Strategien, lieber nochmal ein extra Depot aufmachen, kostet ja nichts. Ja? Damit es nicht sozusagen deine Ergebnisse verfälscht und du durcheinander kommst und so weiter. Also das ergibt sonst komplettes Chaos. Und ja, also, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Naja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, dass ich also hier letztendlich jetzt momentan in diesem Swing Trading Depot long in Aktien bin, ungefähr 20%, also mit ungefähr 20k und zusätzlich 5k ungefähr jetzt gehedged bin. Ja? Von diesen 20k ist ein relativ großer Anteil, also ich würde mal sagen 25% davon ist in Ölaktien nach wie vor, ja. Da hat es mich ja auch ein bisschen gebeutelt. Das hat sich jetzt wieder einigermaßen erholt. Leider die Gazprom noch nicht, ja. Also da habe ich eben das fette Minus nach wie vor. Ist halt so, wie es ist. Muss man damit leben. Ich habe aber zwischendrin immer mal wieder so ein Trade gemacht. Mal hier mal wieder 1.000 Euro und da mal wieder ein paar hundert Euro gewonnen. Also von daher bin ich jetzt momentan also overall bin ich im Plus, ja, aber natürlich das, was ich, ich glaube, jetzt sind es ungefähr 1800 Euro, bin ich im Plus, ja. Ja, aber natürlich, wenn ich sage, ja, das was vor dem Crash war, das war natürlich etwas mehr. Und wenn ich das also sozusagen dazu rechne, dann fehlen mir sozusagen noch ungefähr 8% insgesamt, so dass ich sagen könnte, okay, ich bin jetzt wieder auf demselben Level inklusive aller Buchgewinne wie vor dem Crash. Also sprich, wann war das jetzt genau? 22. Februar oder wann das da halt war, ne? Okay. Aber ich bin soweit zufrieden. Also es gibt definitiv Leute, die hat es wesentlich schlimmer erwischt, ja. Inklusive ja, auch Profis, ja, wir reden hier von Leuten, die mit Milliarden jonglieren, ja, sei es jetzt Hedgefondsmanager oder was weiß ich alles. Und von daher,
Ich würde mich auch gar nicht mit solchen Leuten vergleichen, aber es gibt mir doch einigermaßen gutes Gefühl, dass ich es geschafft habe, bei so einem Jahrhundert-Crash, ja, doch relativ meine Schäfchen im Trockenen irgendwie zu halten. Ja. Also auch was meine Edelmetalle betrifft, der Durchschnitts, der Cost Average, den ich da habe, ich habe es immer wieder geschafft, letztendlich für ein paar Euro günstiger immer wieder mal ein Edelmetall nachzukaufen. Also letztendlich nicht immer die Silberunze zu kaufen, wenn sie auf 20 oder 21 Euro ist, sondern eher, wenn sie eben auf 18 Euro ist oder auch mal wieder auf 17 oder 16 gefallen ist. Ja, also letztendlich bin ich da auch immer mehr oder weniger so ein bisschen im Plus und habe gleichzeitig die Versicherung. Und das ist einfach ein viel besseres Gefühl, Leute. Ja. Also wenn ihr dann plötzlich anfangt, so einen Run hinzulegen. Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema. Ich muss mich mal abgewöhnen, immer wieder abzuschweifen vom Thema. Also warum bin ich jetzt auch leicht hier? Also wir können ja hier nochmal schauen, dass wir letztendlich hier den DAX auf dem Tageschart, das sind ja so Tageskerzen, und ich bin ja mit meinen Short-Positionen damals raus, als wir sozusagen, als die Vola wesentlich sozusagen zurückgegangen ist. Das war hier um den Dreh herum, so um die 8.500 war das damals. Und jetzt bin ich eben Short wieder eingestiegen. Gestern und vorgestern, da waren wir so auf um die 10.000. Das heißt also so 1.500 Punkte drüber, wieder ganz leicht mit Short-Positionen rein. Dann, warum S&P 500? Weil, so. Und jetzt sollte hier eigentlich so eine bescheuerte. Ja, hier. Das ist jetzt der Wochenchart. Wochenchart ist also bei sehr hochvolatilen Zeiten und Phasen. Also desto mehr Vola, ja, desto mehr würde ich dir raten, größere Zeitfenster zu wählen. Ja? Weil desto höher ist die Hektik und ist eigentlich auch mathematisch, also sehr, sehr logisch. Ne? Also wenn eben die tägliche Durchschnitts, Breite sozusagen jetzt anstelle von 200 Punkte im DAX 1000 Punkte sind oder 700 Punkte, um eben auch für dich selber mehr Ruhe reinzubringen, dann gehe ich automatisch in noch längeren Zeitraum rein. Ne? Also ist eigentlich selbsterklärend. Ja? Also. Und hier sehen wir eben, dass wir schon bei dieser Wochenkerze, wir sprechen von letzter Woche, an den zwei jeweils 200-Tage-Durchschnitten oben angekommen sind. Das ist der Moving Average und der EMA und der MVA. Ne, der eine ist halt etwas anders berechnet wie der andere. Auf jeden Fall sind es die 200er-Tageslinien mitunter die aussagekräftigsten durchschnittlichen Tagelinien. Das ist letztendlich nichts anderes als wie der Kurs im Durchschnitt der letzten 200 Tage. Ja? Manche nutzen dann den 50-Tag oder den 20, 30. Und das, hier ist ja genau wieder das Gleiche. Desto länger der Zeitraum, desto aussagekräftiger und desto weniger der Hickhack. Ja? Also Volatilität. Das gibt dir dann, wenn du also diese längeren Zeitfenster nimmst, gibt dir das einfach ein zusätzliches Element der Ruhe, bringt das dann eben rein. Ja? Ich würde nicht empfehlen, es umgekehrt zu machen, ja, kurzfristigere Zeitfenster zu wählen, wenn viel Vola im Markt ist, ja, oder Potenzial da ist, dass es wieder sehr volatil werden könnte. Und dieses Potenzial ist durchaus gegeben. Und dann habe ich mich eben entschieden, hier zu sagen, okay, wenn wir hier ungefähr wieder an dem Punkt sind, also wenn wir sozusagen wieder von unten her diese 200er-Tageslinien antesten, noch ganz kurz dazu, diese 200er-Tageslinien dienen sowohl als auch als Widerstand, als auch als also Untergrenze und Obergrenze. Ja? Wenn ich natürlich von unten komme, ist es die Grenze nach oben, und wenn ich von oben komme, ist es die Grenze nach unten. Ja? Also es ist todessimpel. Und von daher habe ich das eben so gemacht. Na, und jetzt bin ich eben hier. Heute hat er diese Position eben 5 oder 6% plus. Was ist, hat natürlich überhaupt keine Bedeutung momentan, weil irgendwann muss ich da ja auch wieder raus. Ja, und dass diese Timing-Geschichten sind natürlich ja jetzt nichts wirklich für langfristige, langweilige Geschichten und so weiter, aber sie erlauben mir eben hier so ein paar Prozente
Ja, zu hatchen, ja. Und soweit läuft es auch ganz gut. Und ich gehe schon stark davon aus, dass wir hier theoretisch wieder einfach die Range genauso wieder ablaufen nach unten hin, die wir eben letzte Woche nach oben hin abgelaufen sind, dass wir hier letztendlich eine Seitwärtsphase hier sozusagen, das könnte der Beginn sein von einer längeren Seitwärtsphase mit einer relativ hohen Volatilität. Ja, es gibt ja die super optimistischen, davon gibt es aber nicht sehr viele im Markt, was fast schon wieder interessant ist, ja, weil so gut wie niemand davon ausgeht, dass wir jetzt einfach mal ja, demnächst rauflaufen auf 3000 Punkte im S&P. Und das macht es eigentlich fast schon wieder interessant. Genauso wie niemand davon ausgehen konnte oder gegangen ist, damals am 22. April oder am 22. Februar oder wann das da war, kurz vor dem Crash, dass wir jemals ja diesen Crash erleben könnten, dann eine Woche später. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut, dieses Wochenende. Das ist ja immer das, ne? Immer diese Szenarien, wo die allerwenigsten damit rechnen und davon ausgehen, die sind dann fast schon wieder interessant für mich. Ja, okay. Aber gut. Jetzt kommt, also es gibt so einige Punkte, wie zum Beispiel in den USA geht es erst richtig los. Also New York ist ungefähr so ein kleines Chaos. Indien genauso. Und aber USA ist wesentlich wichtiger noch. Und tja, da wird sozusagen der Höhepunkt, ich schätze mal, so in 2, 3 Wochen dann erstmal sein. Die ganzen negativ Zahlen, ja, Arbeitslose, Umsätze und all diese Sachen, also alle diese ganzen Sekundäreffekte, die ganzen Folgeerscheinungen der Kurzarbeit und der Schließungen und der Stillstände in den Fließbändern und all das, das kommt jetzt alles so peu à peu. Und von daher, wie gesagt, es gibt immer drei Möglichkeiten am Markt, ja, seitwärts rauf oder runter. Das ist das, was ich schon seit Jahren sage. Von euch kennen mich vielleicht noch nicht so viele, aber. Und ich würde mal sagen, eine Seitwärtsphase mit einer hohen Range, und wir reden hier, sagen wir mal, von 1000 Punkten oder sowas, hier in dem Fall, sagen wir mal, ja, beim S&P nicht ganz 1000 Punkte, aber beim DAX eventuell schon, ist durchaus möglich, ja. Und dass wir natürlich dann neue Tiefs sehen, ist auch möglich. Das wäre das Szenario Nummer 2 und das Szenario Nummer 3, dass wir uns irgendwie beruhigen und irgendwann wieder mal neue Hochs sehen, ohne ein neues Tief. Tja, wie dem auch sei, gehe ich davon aus, dass es sich für mich lohnen würde, könnte, hier mich mal für einige Tage zumindest zusätzlich abzusichern mit kleinen Short-Positionen, die im Verhältnis zum Rest doch sehr klein sind. Ja. Okay, das soll es gewesen sein. Und heute hat es zum Beispiel funktioniert. Heute sind viele von den Aktien wieder abgestürzt, oder nicht abgestürzt, also quasi hat ein Minuszeichen davor, 2, 3, 5%, HP mit minus 8%, also so die üblichen Rangen, die wir jetzt momentan so haben. Ne? Also wenn es mal rauf oder runter geht, dann gleich so um 5 bis 10%. Und inklusive Visa und Microsoft auch minus und so weiter. Und durch diese Short-Positionen, die ich halt auf gewisse Indizes halt gelegt habe, wie S&P und DAX, habe ich letztendlich, ich glaube, 50 Euro minus oder so. Ne? Also fast jetzt minus 10 Euro. Minus 10,50 Euro. 11 Euro. 11 Euro. Ja, am Tag wie heute, wo es eigentlich bergab ging. Na? Und das ist eben der Effekt von diesen Shorts. Also in Zahlen mal. Ne? Und bin halt insgesamt immerhin mit 30.000 Euro oder so investiert, ja, in diesem Depot. Und der Markt geht überwiegend 5% runter und ich habe gerade mal 10 Euro minus. Ja? Das ist eben der positive, das ist der Grund, warum ich das mache. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.